Mein Name ist Hans-Rudolf Wörn, ich bin Unternehmer aus Leidenschaft, aus Überzeugung und ja, hier in Reichenspand habe ich mein Büro und von hier aus versuchen wir unsere Geschäfte zu betreiben. Einem Siebenjährigen zu erklären, oh gut, das hatte ich natürlich mit meinen Enkelkindern zuhauf, ich habe gesagt, hör mal, ich mache alles, was mir Spaß macht. Ich arbeite gerne, ich gründe Firmen, ich führe Firmen. Und natürlich waren die Kinder am allermeisten begeistert, als ich ihnen gesagt habe, ich bin auch Pilot und ich fliege auch. Und das fanden die natürlich immer ganz faszinierend. Pilot ist eine wunderbare Geschichte und ist auch ein toller Beruf. Aber es ist eben nur ein Beruf und den macht man jeden Tag das Gleiche. Jemand, der nur 40 Jahre nur fliegt, der verliert auch den Spaß daran. Ich meine, ich fliege seit 50 Jahren. Aber wenn ich heute noch so 50, 60 Stunden im Jahr fliege, dann ist das noch ganz gut und dann macht das auch noch richtig Freude. Aber das ganze Jahr nur fliegen, nein. Mir macht es einfach Spaß, was ich tue. Jeden Tag kommen neue Themen, neue Aufgaben, neue Probleme. Ich finde es toll zu arbeiten. Ich finde es nicht so furchtbar wie Rentner zu sein und nichts mehr zu tun. Ich wundere mich immer über Leute, die sagen, wenn man sie fragt, wie geht's dir? Und dann sagen die noch 180. Sag ich, was 180? Ja, noch 180 Tage bis zur Rente. Und dann sage ich, das ist doch praktisch nur 180 Tage fast bis in den Sarg rein. Also ich möchte nie ohne eine berufliche Tätigkeit sein, weil es einfach Spaß macht. Ich habe schon als kleiner Junge, habe ich schon statt Sport, habe ich lieber Kaufläden gemacht und habe irgendwelche Dinge verkauft und Blumen gesammelt und an die Bekannten meiner Eltern verkauft. Für mich ist eigentlich das wesentlichste Stück meiner Freiheit, ist, dass ich mir keinen Wecker am Morgen zu stellen brauche. Und ich bin vom Naturell her ein Nachtmensch. Also Sie können mit mir nachts um 2 Uhr über jedes Geschäft sprechen. Bloß bin ich nicht am Vormittag, da bin ich meistens noch nicht so ganz aktiv. Also von meinem Vater habe ich eigentlich gelernt, dass das Wichtigste im Leben ist, dass man ganz klar bei seiner Linie bleibt, dass man Dinge, die man angefangen hat, auch konsequent durchzieht. Von meinen Enkelkindern lerne ich eigentlich die Hartnäckigkeit beim Nachfragen. Sie fragen und stellen dabei auch Probleme in den Raum, an die man als Erwachsener oft nicht denkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele Erwachsene wären gut beraten, wenn sie mal auf die Kinder hören würden. Es war in den Anfang der 60er Jahre, oder ja, Mitte der 60er Jahre, und ich hatte gute Freunde in Italien. Und die haben damals eine Feriensiedlung gebaut, in einem sehr schönen Naturschutzgebiet oder am Rand eines Naturschutzgebietes. Und die meinten, also das wären doch so schöne Häuser, die müsste man in Deutschland verkaufen können. Und dann haben wir gesagt, ja, das wäre eine tolle Idee. Und dann haben wir mit Freunden zusammen eine Firma gegründet, die hieß Internationale Objektvermittlung, Intro. Und das ist eigentlich der Ursprung. Also mit den Häusern wurde jetzt in Italien dann nichts. Wir haben da leider nie welche verkauft. Haben dann aber einige Jahre sehr erfolgreich mit Immobilien in Kanada gearbeitet. Das hat sich aber dann im Laufe der Zeit auch langsam neutralisiert und dann war die Intro eigentlich eine ruhende Firma. Und als ich dann damals den Nürnberger Flugdienst gegründet habe, habe ich diese Firma, die eben schon mal da war, verwendet. Und deswegen hieß der dann auch Nürnberger Flugdienst Intro GmbH und Co. KG. Das war also der erste Name. Und die Intro war eigentlich immer die Firma, in der ich Aktivitäten außerhalb des Familienunternehmen-Worlds gemacht habe. Da war zwar auch mal am Anfang mein Bruder beteiligt, der hatte dann aber später keine Lust mehr, weil den die Fliegerei nicht interessiert hat. Aber alle Dinge, die eben in meinem Leben nichts mit World zu tun hatten, haben sich unter dem Dach der Intro abgespielt und waren damit nicht ganz unerfolgreich. Ich bin von Grund aus bin ich Freidenker und ich gucke eben immer nach rechts und nach links. Das nimmt man mir auch oft übel, wenn ich in der Besprechung bin und es wird ein bisschen langweilig, dann beschäftige ich mich mental mit ganz anderen Themen. Und es ist ja sehr häufig so, dass Sie über ein Problem oder über eine Aufgabe nachdenken, dann sagen Sie, das könnte auch schief gehen. Dann denken Sie über Alternativen nach und oftmals stellen Sie fest, dass die Alternativen besser als die ursprünglichen Ideen sind. Und so ist es alles von Neugierde geprägt und wenn ich neugierig sein will und ich bin voll eingetaktet in Termine, dann komme ich nicht dazu nachzudenken. Und deswegen ist voller Terminkalender für mich immer etwas Lästiges. Ich mache auch jedes Jahr in meinen Terminkalender, mache ich lange grüne Striche rein und sage, in dieser Zeit werden keine Termine angenommen. Ich glaube, wenn ich in der heutigen Zeit aufgewachsen wäre, wäre ich ein ausgesprochen IT-affiner Mensch.
Und ich könnte mir vorstellen, dass ich in irgendeinem Bereich, der mit Software oder mit Computern oder irgendetwas oder Automatisierung zu tun hätte. Also das sind Dinge, die mich interessieren würden. Aber es gibt auch noch etwas anderes. Ich würde wahrscheinlich in der heutigen Zeit etwas mit Herstellung zu tun haben. Okay. Denn wir müssen uns im Klaren sein, die klassischen Strukturen im Handel und vielen anderen Bereichen zerbrechen. Aber die Produkte, die man ursprünglich herstellt, die braucht man. Die braucht ein Amazon genauso wie ein Kaufhof, die braucht jede Boutique. Und ich glaube, irgendetwas wirklich herzustellen, zu schaffen, finde ich schon ganz interessant. Eine gute Idee muss da sein und ich sage mal, es muss Feuer da sein. Der Gründer muss brennen. Er muss wirklich brennen. Er muss auch skeptischer mitziehen können und dann muss man sagen, hey, mit diesem Menschen musst du einfach ein Geschäft machen. Das ist wahrscheinlich die richtige Voraussetzung. Und da hapert es leider sehr oft. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Gründer der Meinung sind, allein die Idee genügt, die Idee ist gar nichts. Die Idee ist der Anfang. Das ist der Samenkorn, das sie irgendwo in die Erde einpflanzen. Ein Unternehmer zu sein bedeutet, unglaublich viel Entbehrungen auf sich zu nehmen, Stress auf sich zu nehmen. Und wenn Sie mich fragen, was ist die Grundvoraussetzung eines Unternehmers? Die Grundvoraussetzung eines Unternehmers ist, auf alles zu verzichten. Die Bereitschaft, auf alles zu verzichten. Auf die Freunde, auf den Urlaub, auf das Auto, auf alles zu verzichten, nur um sich zu 100%, 150% der Aufgabe zu widmen, die er sich vorgenommen hat. Das war 1992, so relativ kurz nach der Wiedervereinigung. Nein, es war 1990, ich muss zurückgehen. 1990 und es ging so richtig in die Vollen. Und wir bekamen damals ein Angebot, die Firma Wörl zu verkaufen, das Modehaus. Wir waren in der Familie zusammengesessen und ich habe dann meine Kinder gefragt, habe gesagt, Kinder, was soll ich machen? Die Fluggesellschaft verkaufen oder Wörl? Und dann hat der Familienrat beschlossen und ich war damals auch so weit, dass ich gesagt habe, nein, also die neuen Bundesländer bieten solche Chancen und alles und wir bleiben bei dem Modehandel und verkaufen die Fluggesellschaft. Das war die schwerste Entscheidung und rückblickend gesehen vielleicht auch die falscheste. Denn ich habe leider die Firma noch 10 Jahre sehr erfolgreich geführt, habe sie dann meinem Bruder abgegeben und dann hat sie ja leider Gottes zunächst einmal ein unrühmliches Ende genommen, bis dann mein Sohn Christian sie vor 1,5 Jahren wieder übernommen hat und jetzt wieder auf Erfolgskurs hat. Aber wahrscheinlich wäre es besser gewesen, die Fluggesellschaft zu behalten, dann gäbe es heute vielleicht neben Lufthansa noch einen ordentlichen Laden hier. Unser Plan war ja im Ansatz ja gar nicht mal so unterschiedlich, was gekommen ist. Nur wir hätten die Airline erhalten. Wir haben gesagt, okay, wir bringen die Airline zurück auf ein Kerngeschäft im eigenen Linienverkehr. Das ist insbesondere im innerdeutschen Flugverkehr und auf ganz typischen Strecken, wo sonst Monopole entstehen würden. Das hätten etwa 25 bis 30 Flugzeuge sein sollen. Die übrigen 80, 90 Maschinen hätten wir verchartert. Und zwar mit Piloten, mit Technik, das heißt ACMI. Das ist gang und gäbe, was heute überall der Fall ist. Und wir hätten zum Beispiel, wir haben auch Lufthansa angeboten, ihr könnt euch beteiligen mit bis zu 49%. Ihr könnt auch 50 Flugzeuge haben. Wir betreiben die für euch, wir machen alles. Wir haben denen einen Preis angeboten, zu dem könnt ihr selbst nie darstellen. Lufthansa hätte profitiert, aber wir hätten natürlich auch Condor und wir hätten Germania und wir hätten anderen Airlines eben auch Kapazitäten gegeben. Das alles hätte den Vorteil gehabt, wir hätten die Technik behalten, wir hätten die gut funktionierende Organisation im Flugbetrieb, das ganze interne Management alles behalten können und lediglich im administrativen Bereich wären vielleicht 200 Leute, 200 Arbeitsplätze verloren gegangen. Aber es hat nicht sollen sein und ja, am Ende des Tages ist es eine Geschichte, bei der man nie weiß, war es gut, hätte ich mich nachher geärgern müssen oder wäre ich glücklich geworden, weiß man alles nicht. Es ist, wie es ist. Mir tut es leid, weil Air Berlin wirklich eine tolle Airline war und sie war vor allen Dingen für den Markt und für den Wettbewerb gut. Das war so eine Kombination aus Enttäuschung, ganz klar, aber ich habe es ja eigentlich gewusst, dass das nicht klappt. Ich meine, wenn sich heute die Bundesregierung hinstellt und sagt, Lufthansa, wir müssen Lufthansa hier als starken deutschen Carrier verstärken und über Nacht plötzlich eine Bürgschaft über 100 Millionen gibt, dann ist es da natürlich ziemlich schwierig, dazwischen zu grätschen. Und es ist für mich eine der dümmsten politischen Entscheidungen, die in diesem Land je getroffen wurden. Denn damit hat man tatsächlich den Wettbewerb komplett ausgehebelt.
Das wäre die eine Sache, damit könnte man noch leben. Aber das Schlimme ist natürlich, dass damit auch das Produkt schlecht geworden ist. Ich meine, wenn Sie heute die Unzuverlässigkeit anschauen, aber ein Monopolist kann sich alles erlauben. Die Leute sind darauf angewiesen und wenn sie eben das Produkt teuer ist und trotzdem schlecht, dann kann er zwar schimpfen, aber er muss es in Kauf nehmen. Und eine Monopolstruktur seitens einer Regierung zu unterstützen, statt sie zu verhindern, ist unverzeihlich. Wir haben ja die gleichen Probleme auch bei der Bahn, auch wenn da ein bisschen Wettbewerb ist, aber das ist so minimal. Wir brauchen Wettbewerb. Wettbewerb ist einfach der Dreh- und Angelpunkt unseres Wirtschaftswesens und wer das nicht wahrhaben will, hat keine Ahnung von Wirtschaft. Ich glaube, Nürnberg ist sicherlich nicht schlecht. Der Vorteil von Nürnberg ist der, dass es natürlich von dem Umfeld und von den Lebenshaltungskosten deutlich günstiger ist, zum Beispiel als München. Also München ist es ja für einen Gründer extrem schwer, auch nur eine Garage zu bekommen oder irgendeinen Raum, wo er eben seine Firma etablieren kann. Es ist unheimlich schwierig für junge Leute, die wenig Geld haben, in München eine vernünftige Wohnung zu finden. Also sind sie meistens sehr lange unterwegs. Insofern ist die Region hier natürlich schon gut, aber da können Sie natürlich sagen, Cottbus wäre noch besser. Aber da fehlt es dann natürlich wieder an den geeigneten Köpfen. Also es ist ein ganz guter Kompromiss hier in Nürnberg. Man kann sich manifestieren. Was in Nürnberg eben ein bisschen fehlt, ist, sagen wir, dieser Aufbruchsspirit, wie er zum Beispiel in Berlin ist. In Berlin haben Sie natürlich eine unglaubliche Gründerszene. Wir merken das ja auch an unseren Beteiligungen. Die kommen ja zum großen Teil aus Berlin. Kommen auch welche aus München, aber Sie merken schon, dass einfach die Großstädte, die wirklich großen Metropolen, die also auch kultig und kiezig sind, dass die eben eine Anziehungskraft auf kreative Köpfe ausüben. Und da könnte Nürnberg sicherlich noch ein bisschen fortschrittlicher sein. Aber der Franke ist nun nicht unbedingt der, in der Aufbruchstimmung ganz oben steht. Er ist dann sehr beständig. Sie können hier ganz guten Unternehmen betreiben. Aber es ist kein Schmelztiegel in dem Moment, die Gründerszene hier entfacht. Vielleicht ist eine ganz grundlegende Frage, was die Motivation im Leben sein soll und wer sollte sich eigentlich als Unternehmer verdingen. Es muss ja nicht immer eine Gründung sein. Es gibt ja in der heutigen Zeit zigtausende von Unternehmen, die keinen Nachfolger finden. Und da kann ich jedem nur den Rat geben, sucht euch doch erstmal im bestehenden Umfeld etwas, bevor ihr wirklich von Null anfängt, denn das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Es gibt nur Hürden. Es gibt viele Institutionen, von denen man glaubt, die würden einem helfen. Die legen ihnen alle nur, ob das eine Handwerkskammer, ob das eine Handelskammer ist. Das sind alles keine Einrichtungen, die irgendetwas fördern, sondern im Normalfall nur verhindern. Und der Staat, wenn er ihnen heute ein Darlehen oder irgendetwas gibt, das ist mit meistens so viel Fußangeln und so viel Papierkram verbunden. Es macht heute wirklich wenig Spaß, ganz neu anzufangen und wirklich sich jeden Tag überraschen lassen zu müssen mit irgendwelchen Fußfallen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und es stellt sich oft die Frage, warum muss ich ein Unternehmen gründen? Warum übernehme ich nicht lieber eines? Das sind Familien, wo kein Nachfolger da ist, die eine kleine Fabrik haben, die einen kleinen Laden haben, die eine kleine Fachvermittlung, irgendetwas haben. Und ich kann vielen, die wirklich auch unternehmerisches Blut haben, sagen, setz doch auf was Bestehendes auf. Ja, warum muss ich denn heute eine neue Gastronomie-Idee entwickeln? Ich kann doch eine bestehende Gastronomie übernehmen und führe die erstmal gut. Und dann kann ich ja filialisieren. Warum muss ich denn mir unbedingt in den Kopf setzen, ohne Erfahrung, ohne Backup, ohne die nötigen Leute, gleich eine neue Gastronomiekette aufzumachen? Das geht zu 99% schief. Aber das Geschäft mal zu lernen und zu sagen, hey, hier ist die Kneipe, die suchen eine Nachfolge, das mache ich einfach mal. Ich stelle mich da rein und dann stelle ich fest, ob mir das wirklich Spaß macht, von morgens bis abends.